In meinem letzten Referat habe ich den Teilnehmenden geraten, sie sollen sehr, sehr vorsichtig sein, wenn sie ein E-Mail bekommen mit einem Link. Sie sollen das typischerweise eher mal zuerst nicht anklicken, weil so Cyberangriffe lanciert werden. Und dann kam natürlich die ketzerische Rückfrage, ja gut, aber es gibt ja auch gute Links. Wie erkenne ich denn die guten von den schlechten, beziehungsweise wie kann ich die unterscheiden? Und ich zeige Ihnen, wie ich das typischerweise mache. Jedes Mal, wenn ich einen Link bekomme, ja, der irgendwie suspekt aussieht oder einfach generell, gehe ich mit der Maus darüber, ohne zu klicken, und schaue mir an, was es da genau anzeigt. Und wenn ich sehe, dass diese Adresse quasi irgendwie suspekt aussieht, dann klicke ich zuerst mal nicht drauf. Auf dem Handy kann man das ebenfalls machen, indem man lange gedrückt hält und so dann den Link sieht, der da quasi angetippt werden würde, wenn ich da richtig drauf tippen würde. Und so kann man ja, ein bisschen hinter die Kulissen schauen und schauen, ob das valide ist oder nicht.